Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hat es uns nach Belgien verschlagen und wir stehen hier in einem Tunnelsystem, was so unter einer Stadt hergeht. Und dieses Tunnelsystem ist mit einigen Bussen und Straßenbahnen bestückt. Die haben die hier alle irgendwie nach dem Bau, beim Bau oder so hier reingeschoben. Und ich würde mal sagen, die haben sie hier drin vergessen, die Dinger, weil das ist echt atemberaubend, was hier alles rumsteht. Hier hast du Straßenbahn, sowas kennen die meisten Leute von uns eigentlich gar nicht mehr. Und wenn ihr jetzt mal Bock darauf habt, euch mal reinzuziehen, was hier in dem Tunnel, was in diesen Katakomben, sage ich mal, alles hier drin steht, dann würde ich sagen, bleibt mal dran, wir gehen mal hier durch und wir ziehen uns das mal rein. Und ihr werdet euch wundern, was wir alles finden hier. Das ist ein geiles altes Ding. Alter Bock, zieht euch das mal rein. Wie geil ist das denn? Nein, wie geil ist der denn? Hier liegt sogar noch ohne Ende eingepacktes Busgerolle, Ersatzteile, noch irgendwelche anderen Sachen. Hier haben sie Banner und all so ein Kram. Da sind wieder diese Oberlichter. Ja, das können auch Sachen aus dem Bus sein. Ja, sind sie sogar. Luftventile, da auch alles Bussachen, Motoren, Motorenteile, Getriebe. Und hier, Leute, da steht schon wieder eine Straßenbahn. Richtig geiles Ding. Wessen Platz ist das wohl gewesen? Kartenkontrolle? Ich weiß nicht, ob man sieht, aber das hier, das könnte ein Fahrplan gewesen sein. Hier haben wir sogar noch alte Werbung an der Decke. Ja, auf jeden Fall mal alles sehr alt, was hier rumsteht. Es hat schon echt übelst Museumswert hier. Hier auch ein uralter Wagen. Also das ist echt mega außergewöhnlich. Sowas mal eben einfach so unter der Erde zu finden. Da sieht man sogar noch diesen alten Führerleitstand aus der Straßenbahn. Das nenne ich auch mal übelst alte Straßenbahn. Hier, da sind wieder irgendwelche Tanks. Kühler. Sitzauflagen. Auch sehr viel komisches Geröll. Hier haben wir einen Bauwagen. So Leute, jetzt gehen wir hier in das nächste Abteil und wie man sieht auch schon wieder ohne Ende Kisten mit Ersatzteile. Hier, da sind Kühler, Wahnsinn wie fett die Teile sind, noch mehr Kühler, Motorteile liegen hier rum. Was haben wir denn noch hier? Oh, ein Zeichenbrett. Also hier steht auch teilweise alles so ein bisschen querbeet gemischt, also es sind nicht nur irgendwelche Busklamotten, die hier stehen. Das ist alles so ein bisschen gemischt. Ein paar Sachen, keine Ahnung, kann ich nichts mehr anfangen. Das hier, das sind schon wieder Busteile. Hier auch. Bus, Bus. Oh, schöne Sitze. Lüfter, das zieht sich hier überall durch. Überall stehen hier Kartons mit irgendwelchem Krempel.
Da kommt der nächste. Und wir haben wieder einen alten Bus. Das ist schon wieder so ein relativ altes Schätzchen. Ja, wenn man sich die so anguckt, die Klamotten, die gehören doch eigentlich in ein Museum. So, hier können wir mal einen Blick reinwerfen. Ja, hier ist nicht mehr viel drin. Das ist relativ schade. Ist natürlich schon sehr verlottert, hier auch. Ja, hier haben wir wieder einen Leitstand, auch schon sehr verwüstet. Und der Bus, wie man sieht, auch nicht mehr so wirklich viel mit los. Ist eigentlich schade, weil das ist auch schon recht alter wieder gewesen. Sehr starker Vandalismus. Sehr im Arsch gekloppt alles. Also hier ist nicht ein Fensterchen mehr, was heile ist. Das hier, das ist schon ein bisschen neuere Bauart. Das würde ich ja schon bald sagen, den gab es schon zu meiner Zeit. Wenn man sich den mal so ein bisschen anguckt. Wir haben jetzt auch schon wieder einen, der neueren Bauart. Ja, hier können wir auch mal reingucken. Der steht so schön einladend offen. Hier haben wir wieder den Führerleitstand. Da konnte schon einer Lenker gebrauchen. Und natürlich den Rest des Busses. Hier haben wir auf jeden Fall einen Bus vor uns, der ist schon wieder ein bisschen älter vom Baujahr. Da haben wir sogar noch schön die Beschriftung drauf. Und natürlich schon ein bisschen Schmiererei, aber das bleibt halt nicht aus. Ja, hier haben wir den Führerleitstand oder das, was davon noch übrig ist. Hier ist sogar schön die Armaturen, die sind noch heile in dem Cockpit. Und den Rest des Busses. Und hier hat schon richtig mega der Verfall dran genagt. Man sieht es hier an den Fensterrahmen und an den Blechverkleidungen, die sind natürlich schon mega verrostet. Auch hier sieht man den Zahn der Zeit, der hier übelst nagt an dem Bus. Das sind doch richtig alte Schätze. Da blutet einem ja schon fast ein bisschen das Herz. Hier ist ein Unterbau. Ja, hier haben wir auch einen ganz interessanten Bus vor uns. Wenn wir da nämlich mal reingehen, der hat nämlich schon ein zweites Leben gehabt. Weil der wurde ausgebaut. Hier sieht man eine Küche drin. Das war schon mal irgendein, weiß ich nicht, Partygefährt. Ja, suchen wir uns mal den nächsten Bus. Leider auch schon sehr vernichtet, aber die dürfen auch schon ein paar Jahre hier stehen. Hier haben wir jetzt auch noch welche. Das hört gar nicht mehr auf. Hier haben wir eine alte Straßenbahn. Die ziehen uns jetzt mal rein. Ja, hier haben wir gleich den Führerstand vor den Füßen. Und dann geht's ab nach hinten. Hier sieht man auch noch schön die alten Handschlaufen hängen. Und natürlich auch noch Beleuchtung gab es hier mal. Da sieht man sogar noch Reste von irgendeinem Aufdruck, Schriftzug von dem guten Stück. Ja, die Straßenbahn, die war ja schon mal nicht so verkehrt. Und wir haben jetzt hier eine, die sieht sogar fast ähnlich aus. Und da gehen wir auch mal wacker rein und die ziehen uns auch mal rein. Hier haben wir erstmal wieder den alten Führerleitstand. So, hier haben wir mal einen Blick nach hinten rein in der alten Bahn. Und was schön ist, die Fenster sind sogar noch fast alle heile. Ja, da haben wir jetzt die beiden, die wir uns angeguckt haben. Und jetzt rennen wir mal weiter in diese Katakomben rum und suchen uns mal das nächste. Ja, hier, das ist schon wieder ein Bus der neueren Bauart. Da sieht man auch schon an den Sitzen da drin. Der ist eigentlich schon wieder recht modern. Das Ding hier auch. Der ist auch nicht ganz so alt. Jetzt haben wir hier natürlich einen Renault. Der gehört ja irgendwie gar nicht so hier rein. Ja, da haben wir auch schon wieder. Mama mia, hier steht ein Bus nach dem anderen. Ja, hier können wir auch mal rangehen und uns den angucken. Ja, hier haben wir den Bus einmal von innen. Nicht so spektakulär das Teil, aber der ist auch schon ein bisschen älter vom Baujahr her. Ja, Leute, jetzt gehen wir hier nochmal den Nebengang abchecken. Da sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Weil der letzte Bus, was ich euch gar nicht zeigen wollte, der ist überhaupt nicht mehr vorhanden.
Wir haben sie hier rausgeholt. Und jetzt schauen wir mal, was hier hinten steht. Alte, schöne Straßenbahn. Leider übel zugeschmiert. Hier ist wieder ein Schmuckstück. So Leute, jetzt gucken wir uns mal dieses Teil hier an von innen. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, was von dem guten Stück hier noch alles so schönes übrig ist. Auf jeden Fall ein schönes altes Baujahr. Oh, man kommt hier gar nicht nach vorne. Hier ist Feierabend. Und hier haben wir sogar noch eine schöne alte Werbung drin hängen. Und das hier, das ist auch echt von der Fahrerkanzel, sage ich mal, getrennt. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir bei diesem grünen Haufen irgendwie vorne zu dem Fahrer kommen. Das sieht doch gut aus. Ja Leute, ihr habt da mal einen Blick in das Führerhaus von diesem Oldie. Leider auch schon sehr verwüstet, wie ihr seht. Es ist kein Dach mehr drauf. Aber so ist es eigentlich mal interessant zu sehen, so ein Führerhaus oder was davon noch übrig ist von so einem Oldie. Ja, was schade ist, von dem Fahrzeug habe ich keinerlei Baujahr gefunden. Das hätte mich ja mal brennend interessiert, was dieses Wägelchen hier für ein Baujahr hat. Und hier haben wir den letzten Bus. Der ist auch schon so ein Mittelklasse-Baujahr, würde ich mal sagen. Nicht so mega alt, aber schon älter wie die Busse, die wir gerade gesehen haben. Ja, hier hat ein Kollege gerade Felgen gefunden. Wir sind jetzt gerade am Streiten, ob das Käfer oder Bulli T1 ist. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare zimmern. Ich bin sicher, dass irgendeiner das mal ganz hundertprozentig jetzt da reintickern kann. Das ärgert mich. So Leute, hier, da gucken wir auch mal eben rein in das gute Stück. Das haben wir nämlich gerade noch nicht getan. Auch ein schön alter Wagen. Noch mit Holzbänke. Echt nicht schlecht. Ja, selbst diese ganzen Müllhaufen, die bergen echt noch so ein paar Überraschungen, weil, Leute, zieht euch mal bitte diese Batterie rein. Alter, die ist doch wohl mega. Die ist noch in Holz gefasst, so diese einzelnen Zellen. Hier, da konnte man die Säure nachfüllen. Also das ist echt Hammer. Also diese Batterie, das ist ja echt der Oberwahnsinn. Krass. Ja, das hier, das wird irgendwie mal so ein Regelwiderstand gewesen sein. Ich denke mal, dass man hier rüber irgendwas einstellen konnte über so einen Hebel und das hier halt so ein Anschlag gewesen ist dafür. Steht der Bus nicht hier oben? Das ist der da. Glaube ich. Aber nee, der ist ein bisschen gelb. Ich dachte jetzt, das wird, also vor dem lag der. Ach so, nee, der ist das nicht. Ich meine, diese Dinger, die stehen da oben am anderen Ende. Am Eingang. Ja, hier hinter uns. Achso, das kann auch sein. Weil da steht doch eine ganze Reihe, das sind alles dieselbigen Busse. Mhm. Man anhand des Logos könnt ihr gucken, wo die das gemacht haben. Ja. Boah, hier haben wir sogar noch ein paar komplette Busmotoren. Hier eine Busachse. Hier haben wir noch mehr Achsen. Hinterachse, Vorderachse und noch so fette Motoren. Meinst du, das wird was? Ich glaube schon, warte mal. Der hat ja die Kontrolllampen leuchten. Jo. Pass auf nicht, dass der gleich noch angeht oder so. Versuch mal, starte mal. Alter, Schrauber ist der Hammer, aber. Alter, Gott, mach raus, Alter, mach raus. Ja, krank, Alter. Ja, er ist übel, Alter. Da ist noch Saft auf der Kiste, hätte ich nicht gedacht. Scheiße. Das Ding läuft, Alter. Hier, mach nochmal Licht an, ne? Ich würde... Alter, krass. Wir müssen mal gehen, Alter, bevor uns einer gehört hat oder so. Ich würde sagen, wir packen jetzt auch mal an und sehen zu, dass wir rausgehen. Ja, weil ja, die Nummer hier drin ist jetzt durch. Voll gehört. Alter, der spinnt. Das hat bestimmt einer gehört, ey. Hast du die Kabel wieder rausgenommen? Ja, ja. Gut. Ach, yo. Da sitzt noch der Kartenverkäufer. Ist auch nicht schlecht, oder? Ja.
Ja, Leute, das ist es gewesen mit dem Bustunnel. Wir sind mit dem Ding so ziemlich durch. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Also ich bin echt total beeindruckt, was hier unten für Karren stehen, was für Museumstücke es doch eigentlich sind. Und ja, hiermit möchte ich mich von euch verabschieden aus dieser wundervollen alten Straßenbahn. Und ja, ich hoffe, nächsten Samstag seid ihr wieder dabei. 8 Uhr wird ein nächstes Filmchen kommen. Da gibt es auch schon wieder, ja, ich sag mal, ein LP, was ihr nicht verpassen solltet. Das geht jetzt die nächsten Wochen richtig geil weiter. Und ja, somit kann ich euch nur noch eine angenehme Woche wünschen. Ein schönes Restwochenende. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ciao.